Ja, ein herzliches Willkommen hier aus der Schweiz, aus Genf genauer gesagt. Denn hier findet ab morgen die internationale Automobilausstellung 2018 statt. Eine der bedeutendsten Automessen in Europa. Die hat echt mehr Bedeutung als die internationale Automobilausstellung in Frankfurt zum Beispiel. Denn hier sind viele Aussteller vertreten, die in Europa nur noch in Genf ausstellen, wie zum Beispiel Volvo oder Polestar. Hier sind ganz viele Sportwagenhersteller. Hier gibt es richtig was zu gucken, auch wenn es nicht immer was mit Elektro zu tun hat. Ich schaue mich für euch hier um in Sachen Elektro. Was gibt es Neues? Was gibt es an neuen Elektroautos, an neuen Studien? Was gibt es Sachen Hybrid hier zu sehen und filme das für euch und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Dieses Video wird übrigens etwas kurz und dreckig, wie man so schön sagt, gemacht. Ich werde mich hier nicht so viel Mühe geben mit Schneiden oder irgendwelchen Effekten, einfach um relativ zeitnah für euch dann mit dem Video online zu sein. Also viel Spaß beim Zuschauen. Eines der schnellsten und teuersten SUVs, die es da draußen gibt. Üblicherweise hat das Auto einen 12-Zylinder-Motor und beschleunigt damit auf Geschwindigkeiten um und bei 300 Stundenkilometer. Das ist der Bentley Bentayga V8, das heißt, das Fahrzeug hat dann einen V8-Motor. Und wenn wir hier einmal rumgehen, wundersamerweise auch einen Stecker, denn das Fahrzeug ist ein Hybrid. Und ja, hier hinten noch der Steckkoffer für das Picknick unterwegs mit Sterling-Silber, zwei gekühlten Champagnerflaschen und Co. Und tatsächlich, fürs gute Gewissen, ein Stecker Typ 2 als Plug-in-Hybrid. Die Technik sieht ziemlich genau aus wie die bei dem Porsche Panamera. So, der Ladeanschluss und das ist die Ladestation, die Bentley dazu anbietet. Ziemlich aufwendiges Teil. Und auch hier, wenn man genau hinguckt, ist das ziemlich exakt das Display, das auch Porsche für seine Ladestationen herausgibt. Das heißt, hier scheint es sich um die Porsche Plug-in-Technik zu handeln, die hier verbaut worden ist. Ja, das wird schon Spaß, so ein Trumm dann demnächst mal in einer Großstadt an einer Ladestation zu sehen. Das wird wohl Diskussionen geben. So, jetzt zeige ich euch noch was ganz Spannendes. Hier beginnt jetzt die Presseshow von Audi. Dort wird der neue A6 und der neue A7 vorgestellt. Sind auch alle ganz begeistert. Da hinten gibt es so eine Tribüne. Da sitzen sie alle und gucken und warten auf diese Neuheiten. Und ich stehe ein bisschen daneben, denn ich habe gerade erfahren, da geht's los. Four Rings, genau. Und ich stehe hier ein bisschen abseits. Ich habe nämlich gerade erfahren, dass das Auto, vor dem ich hier stehe, das ist ja viel interessanter, ist komplett abgedeckt mit einem Tuch, da steht e-tron drauf. Ich nehme an, dass das hier drunter der neue Audi e-tron ist, der nächstes Jahr auf den Markt kommt. Und ich habe erfahren, dass im Laufe der Präsentation das Tuch hier für genau 60 Sekunden einmal hochgehoben wird. Und deshalb stehe ich hier vorne. Ich bin schon mal ganz gespannt, ob ich das Auto hier gleich zu sehen kriegen werde. Aber erstmal muss ich mir wohl die Audi-Show angucken. Also, auf geht's. So, und da steht er. Und da kann man ihn jetzt sehen. Den Audi-Prototypen. Höher. Audi Prototypen ist also tatsächlich fertig. Audi e-tron. Ungefähr etwas größer als ein Q5, ungefähr so wie ein Q7, aber flacher. Probieren wir es hinten nochmal. Einmal von hinten zu kriegen. Ein
absolute Neuheit, ist er noch schwer getarnt. Schon unheimlich dicht hier. Von hinten richtig Audi-typisch aus, knackiges Heck, durchgehendes LED-Lichtband. Wirklich gut. Nochmal von der Fahrer- und der Beifahrerseite. Wie gesagt, der ist etwas größer als ein Q5. Was kleiner als ein Q7, vielleicht irgendwo dazwischen. Und was mir auffällt, ist, dass der Wagen relativ flach ist. Zumindest erscheint er sehr flach und elegant. Auch mein asiatischer Nachbar ist schon begeistert. Ja. Schon eine absolute Sensation, dass sie ihn hier zeigen. Angeblich nur für eine Minute. Das heißt, jetzt müssen wir sehen, dass wir hier einmal rumkommen, bevor die Tücher wieder rüber gemacht werden. Alle drängeln sich hier, insbesondere unsere asiatischen Freunde, die das wahrscheinlich gleich nach Hause funken, damit die das zu Hause nachbauen können. Also mir gefällt der. Der wird ja ungefähr nachher so Tesla-Fahrwerte haben, spricht man, also so 500-600 Kilometer Reichweite im Prospekt und die üblichen Fahrleistungen, Allradantrieb, das was so ein Tesla heute auch so hat. Ja, kommt nächstes Jahr. Ja, das ist die Studie, die Porsche zum Genfer Automobilsalon mitgebracht hat. Mission E Cross Turismo heißt diese Studie. Das ist das zweite Derivat der Mission E-Technologie. Hier so ein bisschen leicht geländemäßig ausgeführt mit grobstolligen Reifen. Und im Grunde genommen, ja, ich finde, da hätten etwas elegantere, flachere Reifen besser gepasst. Die Mission E-Technologie von Porsche hat ja die Besonderheit, dass sie mit 800 Volt funktioniert und nicht mit 400 Volt, wie die meisten anderen Elektroautos oder eigentlich alle Elektroautos. Das wird zur Folge haben, dass Porsche aus dem Akku mehr Leistung auf einmal ziehen kann. Das heißt, das Auto wird diverse Beschleunigungsvorgänge machen können, ohne dass das Batteriemanagement runterregelt oder es dem Akku zu warm wird. Das ist die Idee dabei. Und der zweite Effekt ist, dass die Ladeelektronik bis zu 350 kW laden kann. Die entsprechenden Ladestationen werden ja von dem Joint Venture, was die deutsche Automobilindustrie hat, gebaut werden. Damit kriegt man so ein Auto in 10, 15 Minuten zu 80% wieder voll. Das heißt also, dann ist Aufladen auch wirklich nicht viel länger als tanken. Ja, im Vergleich zum aktuellen Porsche Panamera Sport Turismo kann man erkennen, wie nah die mit der Studie schon an einer Serienfertigung sind, denn dieses Fahrzeug sieht eigentlich von hinten, von der Seite fast aus wie der aktuelle Porsche Panamera Sport Turismo. Das Besondere an dem Auto hier ist die Höhe. Wenn man im Unterboden diesen Akku versteckt, dann kommt man irgendwann mit der Höhe nach oben nicht hin. Das heißt, hier hat sich Porsche sehr viel Mühe gegeben, um ein Fahrzeug zu bauen, in dem die Passagiere und der Fahrer dann auch vernünftig sitzen können. Und trotzdem ist das Auto, glaube ich, nur etwas über 1,40 Meter flach, obwohl es auch noch diese Bodenfreiheit hat. Also da bin ich mal sehr gespannt, was da von Porsche kommt. Im nächsten Jahr kommt das erste Serienfahrzeug auf den Markt und danach, 2020, kommen Fahrzeuge, die sich den Baukasten mit Audi zusammenteilen. Also das wird nochmal die Silhouette vom aktuellen Porsche Panamera Sport Turismo Hybrid. Den Panamera habe ich ja neulich gefahren, allerdings in der normalen Variante. Das hier ist diese Kombi-Variante, nennt sich Sport Turismo bei Porsche, als Plug-in Hybrid. Und an dieser Form kann man mal sehen, wie nah der Mission E hier auf der Messe an der Serienfertigung dran ist. Ziemlich genauso die Silhouette, die auch der Mission E hat. Da kann man ganz gut erkennen, dass die schon sehr, sehr weit sind mit ihrem Mission E. Das ist ein Auto, auf das ganz, ganz viele von euch warten. Der neue Hyundai Kona Electric,
Das zweite tolle Elektroauto von Hyundai. Und ihr könnt hier schon erkennen, das ist nur ein halber Kona. Denn man hat den hier aufgesägt. Und wir gehen mal rum. Da kann man ganz gut erkennen, wie die Technik so gemacht ist. Das heißt, wir gehen mal weiter rum. So, hier ist die elektrische Antriebseinheit vorne untergebracht, ohne diesen ganzen Plastikzirkus, der da sonst immer drauf ist. Gibt also hier die High-Voltage-Box. So, und dann darunter also der Konverter und die Ladeelektronik. Darunter hier ist dann der Elektroantrieb. Holla, falsche Richtung. Kommt. Hier unter ist dann der Elektroantrieb, der dann die Antriebsachse antreibt. Hier ist sogar noch eine induktive Ladematte gezeigt. Das heißt, es wird wohl auch die Möglichkeit geben, das Fahrzeug induktiv zu laden, oder zumindest ist das angedacht. Gehen wir mal weiter in dem aufgesägten Teil hier. Und hier kann man ganz gut sehen, wie die Kabel und die Batterien laufen. Also, ich versuche es mal hier zu zeigen. Hier ist das Cockpit. Interessanterweise mit einem herausstehenden Bildschirm. Das ist ganz gut gemacht, aber irgendwie neu. So, ein bisschen scharf. Also, hier geht es dann runter. Und hier unten laufen die Leiterbahnen im Fußboden. Hier ist also noch so ein, was steht da? Power Relay Assembly steht da drauf. Diese orangefarbenen Kabel sind die Hochvoltkabel, wo die 400 Volt durchlaufen. Und dann gibt es hier drunter den Fahrakku, und man kann sehen, dass das so einzelne Scheiben sind. Also die, so eine Scheibe ist ein Akku, eine Zelle sozusagen, und aus diesen Zellen ist dieser Akku gebaut. Man kann sehen, dass der ganze Unterboden voll ist, also nicht nur unterm Fahrersitz, sondern auch hier nebenan. Der Tunnel ist dann so ein bisschen optische Täuschung, da ist noch viel Platz, den hätte man sich wahrscheinlich sparen können, den Getriebetunnel, da findet ja nichts statt. Und dann hier hinten unter der Sitzbank sind nochmal wieder Akkus verbaut, um den Platz dann auszunutzen. Insgesamt sehr hell, sehr freundlich. Nun fehlt hier auch das Dach, aber wir gucken uns den Wagen gleich nochmal in einer vollständigen Variante an. Ja, und hier ist dann nochmal in komplett sozusagen zu sehen, also vollständig. Schöne Seitenlinie. Hier vorne, das ist eigentlich kaum anders möglich auf so einer Automesse. Hier sind die ganzen Asiaten, die fotografieren hier alles. Und dann mailen sie das heute Abend noch nach Hause in ihre Fabrik. Und da wird das dann gleich kopiert. Montag hast du das schon als in China als Kopie auf dem Markt. Das ist ganz furchtbar. Ich kenne das von der Funkausstellung, da war das auch immer so. Die krabbeln in alles rein, fotografieren alles, machen sich Fotos überall, bauen alles ab. Und dann wird das zu Hause alles nachgebaut. Ja, das ist der Ladeanschluss von Kona. Hier vorne im Kühlergrill. Diese Ladeabdeckung habe ich vorhin mal aufgemacht. Die wirkt so ein bisschen billig, so ein bisschen klapperig. Man kann hier schön sehen, dass der Ladeanschluss mal wieder, muss man sagen, leider nur einphasig ausgeführt ist. Typ 2 Stecker, CCS Schnellladung drunter. Aber ehrlich gesagt, das Fahrzeug kriegt ja einen 64 Kilowattstunden Akku mit Reichweiten. Nach NEFZ wären das 560, glaube ich. Nach diesem neuen Fahrzyklus sind es 480. Und ehrlich gesagt, wenn man einen so großen Akku da einbaut, dann ist die Frage, warum man nicht auch eine dreiphasige Ladung macht. Denn sonst kriegst du den Wagen ja über Nacht auch gar nicht voll. So, da sitzt gerade keiner drin, dann steigen wir mal ein. So, bevor der nächste Chinese kommt, vielleicht noch ein paar Innenaufnahmen. Das Cockpit ist ganz gefällig, erinnert so ein bisschen an den Ioniq. Auch die Verarbeitungsqualität passt. Es riecht hier drin wie in vielen asiatischen Autos so ein bisschen nach Kunststoff. Das mag ich nicht ganz so gerne. Das Display kennt man im Prinzip aus dem Ioniq, da ist nichts anders. Was hier neu ist, ist der große mittlere Bildschirm. Der steht so frei im Raum mit diesen beiden Knöpfen unten drunter. Das ist sehr, sehr gut zu lesen. Sehr gut gemacht, braucht man eigentlich gar nicht, fast wie beim Tesla Model 3, möchte man fast sagen. Darunter gibt es dann die Klimatisierung und die Ablage und dann das, was wir vom Hyundai Ioniq schon kennen, also das Getriebe, das man praktisch nur noch mit Tasten bedient, und hier unten dann die Sitzheizung, Driver Mode und so weiter.
Ja, die Sitze, das scheint eine Ausstattung mit diesem Kunstleder zu sein, die Sitze oder Leder. Die Sitze sind perforiert. Das heißt, sie sind eben auch belüftet und beheizbar. Das Fahrzeug hat noch ein Glasdach. Da oben. Alles hübsch gemacht. Sehr wertig. Also mit der Verarbeitungsqualität bin ich hier absolut zufrieden. Auch hinten, da ist nichts, was man bemängeln müsste. Ja, der Platz hinten beim Hyundai Kona ist schon ein bisschen eng. Die beiden Sitze sind jetzt so eingestellt, wie man sich das so als 1,80 Meter großer Mensch vorne einstellen würde, insbesondere der Fahrersitz. Und dann bleibt für die Rücksitzpassagiere nicht mehr allzu viel übrig. Der Kofferraum ist ordentlich. Man kann ja auch die Rücksitze umklappen. Da ist also genug Platz drin. Hier wird ordentlich fotografiert aus allen Kanälen und allen Rohren. Muss man gucken. Ich mache nochmal den Kofferraum für euch auf. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu dunkel. Der Kofferraum ist absolut in Ordnung. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf. Die Rücksitzbank ist jedenfalls asymmetrisch umklappbar. Zwei Drittel, ein Drittel. Das kann man alles gut nutzen. Ich sehe hier noch so den einen oder anderen Haken, wo man eine Tüte festmachen kann. Und das ist gut gemacht. So, ich versuche es mal, auch wenn es wahrscheinlich nicht so klappen wird. Was die Sitzposition hier angeht, muss ich sagen, ist das absolut okay. Die Ergonomie passt im Hyundai Kona. Ich fühle mich hier wohl. Was mich etwas irritiert, ist diese monströse Mittelkonsole, die überhaupt nicht nötig getan hätte. Zumal der Wagen ja auch gar kein nichts im Mitteltunnel hat. Ich versuche euch das mal zu zeigen. So, einmal umdrehen. Da unten, das meine ich. Da ist unheimlich viel Platz verschenkt und diese Mittelkonsole, die prangt so richtig, die steht so frei im Raum. Darunter ist noch eine Ablage. Wofür, wenn da drunter nichts ist? Ich finde, gerade beim Elektroauto kann man ja so ein bisschen frei einschenken. Wenn da im Boden nichts ist, dann kann man sich gut bewegen, hat so ein bisschen mehr Platzgefühl. Und dass man da so ein Teil in die Mitte gebaut hat, finde ich, das hätte nicht sein müssen. So, hier nochmal von vorne der Hyundai Kona. Schicke LED-Beleuchtung, sehr elegant, sehr schlank gemacht. Und der Ladeanschluss ist, wie gesagt, hier unten drunter. Wobei ich das ehrlich gesagt ein bisschen von der Klappe, ein bisschen klapperig fand. Eine klapperige Klappe sozusagen. Ja, der Kona kriegt tolle LED-Scheinwerfer. Das ist eigentlich nur noch ein Schlitz. Wirklich klasse gemacht. Hier drunter ist dann der Nebelscheinwerfer, wird das wohl sein. Der Blinker ist jedenfalls oben drin, da ganz links außen. Dann haben wir hier noch so einen angedeuteten Lüftungsschlitz für die Bremsen. Hier unten im Grill dann die Radarnase für den Abstandshalter oder Abstandsradar. Nee, sehr, sehr gefällig, gut verarbeitet, sauber gemacht, ohne große Spiränzchen. Die Felgen erinnern so ein bisschen an die Felgen vom Tesla Model 3. Das ist eine Alufelge. Scheint aber auch irgendwas mit Plastik da drin zu sein. Ist aber bestimmt ganz windschlüpfrig. Hier nochmal zu sehen, das dunkelgraue Teil fühlt sich wie Kunststoff an. Das andere wie Metall. Ja, auch auf der Messe zu sehen und nicht zu vernachlässigen ist der Hyundai Nexo, das neue Wasserstofffahrzeug von Hyundai. Die Wasserstofftechnologie ist immer heiß umstritten, aber sie bietet natürlich die Möglichkeit, so wie man das vom Verbrenner kennt, einfach irgendwo ranzufahren, in ein paar Minuten zu tanken und dann wieder weiterzufahren. Mit diesem Auto hat Hyundai die Reichweite deutlich verbessert. Nach dem alten NEFZ-Norm wären das über 800 Kilometer, die mit dem Auto möglich sind. Und er sieht echt schick aus. Er ist sehr, sehr glatt, sehr rund.
sehr elegant, möchte man fast sagen. Und auch das ist ein Schnittmodell. Das heißt, auch hier kann ich euch einmal kurz zeigen, wie sowas von drinnen aussieht. Da haben wir also hier hinten eine Hochvoltbatterie. Auch ein Wasserstoffauto benötigt eine Hochvoltbatterie, um die Energie der Brennstoffzelle zwischenzuspeichern. So. Die ist also hier im Kofferraum untergebracht. Ist aber was Kleines und hat auch keinen Stecker zum Aufladen. Dann haben wir hier den Druck, die Druckspeicher. Die sind aus Carbon, 700 Bar Druck ist da drauf. Der eine ist aufgesägt, der andere ist zu. Dann haben wir hier die Fahreinheit. Der Hyundai Nexo hat ein völlig neues Bedienkonzept mit zwei Bildschirmen. Das ist so ein bisschen wie bei Mercedes, aber gut gemacht. Bedient sich intuitiv, sieht toll aus. Hat eine tolle Mittelkonsole. Riesen Teil da in der Mitte. Aber genauso wie beim Kona auch wieder unnötig, sowas in die Mitte zu bauen. Man sieht, dass der Wagen im Grunde genommen ganz flach ist vom Bau hier und dann baut man da einfach so ein Teil in die Mitte. Richtig mächtig. Ja, und hier vorne haben wir dann die Brennstoffzelle. Die orangefarbenen Kabel sind wieder die Hochvoltkabel, über die der Strom läuft. Und ich versuche hier nochmal runterzugehen. Filmen Sie? Zeige ich das mal. Wenn man mal guckt, im Grunde genommen ist so eine Brennstoffzelle ein relativ kompakter Kasten. Es sind ein paar Nebenaggregate dran. Wenn man sich an die ersten Brennstoffzellenfahrzeuge erinnert, dann waren das so fast Lieferwagen oder Fahrzeuge, wo dann keine Rücksitze mehr drin waren. Das ist alles unheimlich klein und unheimlich kompakt geworden. Und vielleicht ist die Brennstoffzelle ja doch gar nicht so doof. Hängt davon ab, wie man den Wasserstoff herstellt natürlich. Muss man sehen. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass Hyundai an dem Thema Brennstoffzelle weiterarbeitet. Und hier kann man sich mal angucken, wie man das Thema Hybrid so auf die Spitze treiben kann. Das ist eine Antriebseinheit der Marke Königsegg, eine Eigenentwicklung. Ein 8-Zylinder-Benziner mit Doppelturbo. Hier sieht man diese ganze Abgasanlage mit den Turboladern. Zwei Renncuts da dran. Dann ein völlig abgefahrener Akrapovic-Auspuff. Sowas macht auch immer richtig Lärm. Und hier hinter dieses Runde, das ist die elektrische Antriebseinheit, die damit anschließt. Dann haben wir hier einen Hochvoltspeicher in einer Carbonhülle. Also hier hat man Elektromobilität oder Hybrid mal auf die Spitze getrieben. Das Ganze steckt in diesem Auto hier hinten, der Königsegg Regara. Ich habe keine Vorstellung davon, was sowas kostet. Muss gigantisch sein. Irres Auto. Und auch hier geht es überhaupt nicht ums elektrische Fahren, sondern es geht eigentlich mehr darum, mit Hilfe des Elektromotors das Drehmoment des Fahrzeugs zu erhöhen und sportlichere Fahrleistung dann zu bekommen. Wenn man mal guckt, hier steht es geschrieben. In Kombination haben diese beiden Antriebsaggregate 1500 PS und 2000 Newtonmeter kombiniertes Drehmoment. Wird einem richtig schwindelig in der Kiste. Ja, dann ein Fahrzeug, das für den einen oder anderen von euch sicherlich auch interessant sein wird, ist der. So. Ja, dann ein Fahrzeug, das für den einen oder anderen von euch sicherlich auch interessant sein wird, ist der neue Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid. Das ist ja ein sehr konsumiges, gängiges Geländefahrzeug, SUV, das mit einem Hybridantrieb ausgestattet ist, war der erste SUV mit Hybrid. Hier steht jetzt dran World Premiere, der neue Outlander. Und ganz ehrlich, wenn das da nicht dran stehen würde, ich würde es wahrscheinlich nicht merken, denn der neue sieht eigentlich ziemlich genauso aus wie der alte. Jetzt gehen wir einmal weiter rum. So. Also rein optisch hat sich da ehrlich gesagt nicht viel getan, wie ich finde. Sieht genauso aus. Auch von hinten. Die Frage wären jetzt die technischen Daten, die habe ich jetzt nicht drauf. Was kann dieses Auto mehr? Hat es mehr elektrische Reichweite? Hat es bessere Fahrleistung? Es hat die gleiche Karosserieform, es hat im Grunde genommen die gleichen Abmessungen, es hat ein bisschen andere Felgen. Aber so wirklich neu, finde ich, sieht er nicht aus.
können wir natürlich noch mal gucken nach der Ladebuchse. Das kann ich hier bis. Da ist nichts drunter. Die ist verriegelt, die ist leider nicht zu sehen. Die Ladebuchse, schade. Oder hier. Ne. Dann können wir hier noch mal reingucken. Ja, das Fahrzeug, jetzt muss ich mal die Kamera heller stellen. So. Das Fahrzeug hat hier eine sehr wertige Lederausstattung. So, jetzt muss ich nochmal die. Ja, von innen, das Fahrzeug, der Outlander, hat eine sehr wertige Lederinnenausstattung. Jetzt muss ich nochmal das Display an. Erinnert mich jetzt auch sehr stark an das Fahrzeug, das ich schon kenne und das ich auch schon mal gefahren habe. Dazu hier ein Display in der Mittelkonsole. Nicht zu sehen. Da kommt es. So. Und dann hier drunter der Fahrstufenschalter. Aber das ist eigentlich alles so, wie man es kennt. Also ich habe die Frage bekommen, ob es sich lohnt, auf den neuen zu warten. Oder ob man tatsächlich noch den alten vielleicht zu einem günstigeren Kurs kaufen könnte. Sag mal, wenn ich mir das jetzt hier so angucke, so gesteppte Sitze, ja, ganz hübsch, brauche ich aber vielleicht nicht unbedingt. Jetzt gucken wir nochmal hier hinten rein. Ja, auch alles so, wie man es kennt. Dann haben wir noch den Kofferraum. Also ich sehe da, wenn ich jetzt die technischen Daten mal weglasse, die ich nicht weiß, ob diese Version jetzt mehr elektrische Reichweite hat oder irgendwas anderes. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, sehe ich da jetzt keinen Grund, auf ein neues Modell zu warten und das alte nicht zu nehmen. Also wer dort ein gutes Angebot vorliegen hat für das jetzt laufende Modell, der wird damit sicherlich auch noch gut bedient sein. Mal technische Daten von dem Mitsubishi Outlander. PEV, der hat 13,8 Kilowattstunden in der Antriebsbatteriekapazität. Zwei Elektromotoren, einer vorne, einer hinten. Und dann eben noch den Verbrenner, damit macht er einen Allradantrieb, Allradsystem. Ja, wie gesagt, wenn es nicht dran stehen würde, ich würde den jetzt nicht als neu erkennen. Ja, hier ist dann die Technik vom Outlander PHEV nochmal ausgestellt. Vorne der Verbrenner, daneben an die elektrische Antriebseinheit, die beide zusammen auf die Vorderachse gehen. Ein Frontmotor, der gleichzeitig eben auch Generator ist. Da oben ist die Leistungselektronik. 2,4 Liter Verbrenner, wie gesagt. Dann geht es hier rum. Unter dem Boden ist die Fahrbatterie. Man sieht dieses orangefarbene Kabel wieder, das 400-Volt-Kabel dann in die Fahrbatterie laufen, die im Unterboden sitzt. Dann haben wir noch den Benzintank, der kommt dort. Und dann haben wir die hintere Antriebselektronik, also hinten den Drive Unit, den Rear Motor und die entsprechende Control Unit und das Ladegerät da oben. So, und beim Ladegerät können wir hier mal gucken. Ja. Typ-Einstecker und CHAdeMO. Das ging ja vorhin bei dem Vorführmodell, was hier ausgestellt ist, leider nicht auf, aber hier ist nochmal zu sehen. Ganz klar, Typ-Einstecker und CHAdeMO. Natürlich darf auch bei Mitsubishi eine Studie nicht fehlen. Die steht hier, Mitsubishi Evolution Concept. Und natürlich fährt das Teil hier elektrisch als Konzeptstudie. Wobei bei diesen Konzeptstudien immer die Frage ist, ob wirklich ein Elektroantrieb drin ist. Ich würde mal sagen, hier ist keiner drin. Das Ding wird wahrscheinlich eher geschoben. Aber nur denn. Und es geht dann eher um künstliche Intelligenz, um neues Cockpit-Design. Auch hier ist wie bei Kia so ein Mörder-Mitteltunnel eingezogen worden, der da eigentlich gar nicht nötig tut. Finde ich nicht so gut. Neue Bedienlogik. Das Ganze soll sich mit künstlicher Intelligenz bedienen. Müssen wir mal gucken.
Was auffällt, ist, dass diese Fahrzeuge sehr flach werden, obwohl der Unterbau oder der Mitteltunnel mit Batterien ja versehen ist. Was auch auffällt durch das Elektroantrieb, ist ja die Bauform geschlossen. Es gibt nicht nur so viele Lüftungsschlitze und Öffnungen. Dazu kommt die LED-Technologie, kann man hier gut sehen. Und dann können die Designer natürlich unheimlich toll spielen, wenn man den ganzen Wagen zur Verfügung hat. Ja, und es gibt natürlich auch Bekanntes zu sehen bei Mitsubishi, den iMiEV. Hier steht dann sogar noch iMiEV dran, obwohl das Teil ja bei uns Electric Vehicle heißt, denn MiEV ist also nicht so marketingtechnisch positiv besetzt. Und hier in diesem Fall ist das eine Variante mit einem Dach in Carbon-Optik, also sozusagen ein iMiEV Sport und eine richtig abgefahrene Innenausstattung, zweifarbig. Ja, mal rein hier, da. Zweifarbig, so mit so einem Leder, Kunstleder abgesetzt. Ich weiß nicht, ob es das rausreißt. Für mich ist der iMiEV so ein bisschen Technik von gestern. Obwohl er ja fährt und alles ganz toll ist und diejenigen, die einen haben, auch drauf schwören. Ich finde, das ist eher so eine Bewegungshilfe, aber nicht wirklich ein Auto. Hinten auch mit Carbon-Heckklappe. Die bringt es dann wahrscheinlich. Ja, und wem Königsegg dann nicht exklusiv genug ist im Thema Hybrid, da sind wir dann hier bei Carbelatti, soll das wohl heißen. 1800 PS sind hier angesagt in einem Hybrid-Sportwagen. So wie es aussieht, könnte es glatt das nächste Wertmobil werden. Ich versuche mal hier rumzugehen. So ein bisschen die Scheibenform vom Lancia Stratos von früher. So eine Mattlackierung. Sieht echt aus wie so ein Batmobil. Carbonbremsen, Rennfelgen. Und hinten beim Heck ist ihnen dann nichts mehr eingefallen. Aus wie so ein Ferrari Dino. Und noch nie gesehen. Das Thema Elektroantrieb ruft natürlich auch die Asiaten auf den Markt. Diese Marke Iconic habe ich noch nie gesehen. Und sie stehen hier mit Fahrzeugen, die einen Elektroantrieb haben. Zum Beispiel hier so ein Van. Richtig schick gemachtes Teil. Okay. Ja, kann auch durchs Bild laufen. Also. Von hinten sieht er fast aus wie so ein Lincoln Navigator. Ziemlich großes Teil, imposante Erscheinung. Da bin ich mal gespannt. Allerdings im Innenraum, soweit ich das hier sehen kann, doch recht gängige Technik. Bisschen Display. Aber von der Verarbeitungsqualität kann das, glaube ich, nicht mit einem europäischen Auto mithalten. Gehen wir mal hier rum. Auf jeden Fall haben sie schon mal tolle Damen hier am Messestand, die einem das Thema Elektromobilität dann schmackhaft machen. So sieht es von vorne aus. Damen wieder in Action. Und dazu gehört ein Supersportwagen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt elektrisch ist, der steht aber daneben auf dem gleichen Stand. Auch irgendwie so von allem etwas. So ein bisschen Lamborghini-Style. So wie es aussieht, der ist mit einem Verbrenner angetrieben, erkennt man an den gut versteckten Auspuffrohren da unten, diese quadratischen Teile. Ja, da haben sie sich so ein bisschen Lamborghini zu Hause in China nachgebaut. Gut gekupfert. Ja, dieses schwarze Ungetüm könnte das nächste Dienstfahrzeug von James Bond werden, denn das ist ein Aston Martin, eine Studie.
die auch etwas mit Elektroantrieb zu tun hat. Ich denke, das wird voll elektrisch angetrieben sein, das Fahrzeug. Und es wird angepriesen mit dem Markennamen Lagonda. Das ist eine Bezeichnung, die Aston Martin schon lange nicht mehr benutzt hat. Und die bis in die 80er Jahre hinein, glaube ich, tolle Limousinen hervorgebracht hat. Ein bisschen runter, ein atemberaubendes Design. Auf jeden Fall haben sie wieder alles ausgenutzt, was die Elektromobilität so anbietet. Das heißt, hier gibt es keine Fugen, keine sichtbaren Hauben, keine Öffnungen mehr, außer die beiden Türen, die riesig sind. Das ganze Auto ist riesig. Ich würde mal schätzen, dass das mindestens 6 Meter lang ist oder so 5,50 Meter. Ein Riesenteil, Riesentüren. Und wir können es auch hier wieder sehen, ganz flacher Unterboden, in dem die Akkus dann nachher drin sind. Und dann ein, ja, ich sag mal, Wohnzimmer, ein bisschen plüschig. Self-Driving ist hier angesagt, auch vorne praktisch alles fast Armaturenbrett los. Also so stellt man sich das bei Aston Martin vor als Studie zum Thema Elektro. Ich hoffe, dass die Farben hier einigermaßen rauskommen. Die Beleuchtung ist etwas merkwürdig, weil der Fußboden knallrot ist. Und da habe ich hier also ganz kunterbunte Farben auf dem Display. Oder wie wäre es denn damit? Eine Kombination von Audi, vorne an dem Audi Frontend zu erkennen, ganz gut gemacht, mit der Firma Ital Design. Und das Design ist etwas buckelig. Und warum es so buckelig ist, ja, das hängt über dem Fahrzeug dort. Eine riesengroße Drohne, die man an- und abkoppeln kann. Und dann kann man fahren oder fliegen, je nachdem. Es gab mal so einen James-Bond-Film, da hatte der Bösewicht sowas, dass er sich oben auf seinen Wagen geschnallt hat. Ich glaube, es war der Mann mit dem goldenen Colt oder so. Daran erinnere ich das so ein bisschen. Ja, ich glaube nicht, dass sich sowas durchsetzen wird. Dafür gibt es auch Regularien in Deutschland, wer was fliegen darf. Ab wann man eine Drohne fliegen darf, wie hoch. Ich glaube nicht, dass man jeden mit so einem Kasten in den Luftraum hineinlässt. Drohne ist übrigens von Airbus. Da steht es dran. Ja, und dann sind wir bei VW angekommen. Hier gibt es eine weitere Studie. Ich versuche das mal aufzublenden. Auf der linken Seite ist der VW ID. Da hinten, den kennen wir schon. Von der internationalen Automobilausstellung. Das ist ja so das Basisfahrzeug, geht da mal hin, so das Basisfahrzeug für die Elektromobilität, sozusagen der Golf, wenn man so will. Dann haben wir auf der rechten Seite den Bus, ein sehr auffälliges Fahrzeug, das auch schon sehr viel Zuspruch bekommen hat. Dreht sich da, der ist schon mehrfach gezeigt worden, war auch auf der IAA in Frankfurt und auch an anderen Stellen. Ja, und das ist die nächste Studie. Heiß umlagert, wie man hier sieht. Im Prinzip ist darunter der modulare Elektrobaukasten, den VW sich für Elektromobilität ausgedacht hat. Und zeigt praktisch hier, was man darauf bauen kann. Sowohl der Bus, wie auch dieser weiße ID, wie auch dieses Auto hier, stehen auf dem modularen Elektrobaukasten. Das hier ist dann sozusagen die Antwort auf Tesla, wenn man so will, als Studie zumindest von VW. Das ist eine fünfsitzige Limousine, hier noch mit gegenläufigen Türen. Das sind ja alles so Sachen, die es dann nachher in die Studie nicht schaffen werden. Aber man sieht, dass man auf dieser Basis auch so was bauen kann. Ja, ich denke, mit einem echten Fahrzeug ist vor 2020 aus dem Hause VW hier nicht zu rechnen. 2019 soll ja angeblich der VW ID kommen oder 2020, glaube ich. Das ist alles Studie hier. Das gibt es nicht zu kaufen, aber zeigt natürlich, was so geht. Здесь нет привычных узлов, агрегатов, но нет руля, педали сцепления газа, тормоза. Вот только две крутилки. И
говорят, что он скоро будет считать людей человека. Как это произойдет, я не знаю. Ну, в общем, вообще вижу несколько столов. В этом году направлена такая как бы основная линия – это автономное вождение без водителя. Ja, die Farbe kommt einem auch so bekannt vor. Die sieht irgendwie aus wie diese Skoda-Studie, die in Essen auf der Motorshow stand. Ja, hier nochmal für alle, die es noch nicht gesehen haben, der VW ID. Die Studie auf dem modularen Elektrobaukasten basierend. Das Auto fährt auch. Es gibt verschiedene YouTube-Videos, wo man das Auto in Aktion sehen kann. Hier sind natürlich viele Dinge drin, die sich so in der Serie nachher nicht durchsetzen werden. Das Auto hat 4 angedeutete LIDARs, also diese Laser-Teile auf dem Dach. In den 4 Ecken kann man von hier aus vielleicht ungefähr erkennen. Das glaube ich nicht, dass die LIDARs so günstig werden, dass man 4 Stück davon in so einem Auto dieser Preisklasse wird verbauen können. Das wird wohl noch einen Augenblick dauern. Aber man kann auch hier sehen, alles glatt, alles clean. Sieht typisch VW aus und doch irgendwie neu, frisch. Mal schauen, was es nachher davon in Serie schafft. Das Auto hat versenkbare Türgriffe, das Auto hat auch Kameras statt Rückspiegel. Auch das ist, glaube ich, noch nicht geklärt. Ob das zulässig ist, wird man dann sehen. Aber ruhig da schon anfangen zu reden, weil dann haben wir schon. Die bekannte Linie von VW, ein VW E-Up Electric, E-Golf, der neue elektrisch. Golf GTE als Plug-in Hybrid, kein schlechtes Auto übrigens. Und dann die Variante im VW Passat, auch als Plug-in Hybrid. Das war's. Mehr ist hier in Sachen Elektro oder Hybrid bei VW nicht zu sehen, abgesehen von den Studien, die es ja noch nicht gibt. Ja, das ist der neue Nissan Leaf. Der hängt da so ein bisschen schräg an der Wand und deshalb kann ich ihn mal ganz gut filmen, weil hier natürlich keiner daneben stehen kann. Das Fahrzeug hat man ja auch schon ein paar Mal gesehen auf Messen. Meistens war es diese schwarze Trailer Queen, dieses originale japanische Fahrzeug, was ausgestellt wurde. Bin mal gespannt. Das müssten hier ja auch echte europäische marktfähige Fahrzeuge sein, die linksgelenkt sind. So, ja, und tatsächlich, das Fahrzeug ist linksgelenkt. Wenn jetzt hier gerade jemand anders vor mir einsteigt, das ist so auf solchen Messen. Gehe noch einmal rum für euch. Sehr schickes Design, der sieht doch deutlich, ja, ich sag mal, ein bisschen schnittiger aus als das Modell davor. Gucken wir mal hier drunter. Ist der Ladeanschluss und wie zu erwarten war, ein Typ 2 Stecker. Oho. Typ 2 einphasig und CHAdeMO. Auch eine tolle Kombination, die man sonst selten sieht. Typ 2 CHAdeMO. Ja, ein paar Worte zum Innenraumkonzept des Nissan Leaf 2.0, des neuen Nissan Leafs. Also die Sitzposition ist so ein bisschen asiatisch, so ein bisschen für kurze Beine. Was hier auffällt, ist, dass das Fahrzeug einen konventionellen analogen Tacho hat. Sehr erstaunlich. Das ist also auch keine Einblendung, sondern ein richtiges Instrument mit einem Zeiger. Und ja, ansonsten ist hier Abstandsradar, hier gibt es so eine Menübedienung am Lenkrad. Da kann man dann die Menüs durchklicken hier. Ja. Da ein bisschen unscharf. Versuche es nochmal scharf zu stellen. Da ist es. Lenkrad. Hier auch. Tempomat. Wie gesagt, hier erstaunlicherweise ein analoges Display. Dann haben wir ein Mitteldisplay. Hier ist die Radioeinheit mit klassischen Bedienknöpfen. Gehen wir mal auf Menü. Sieht hier irgendwas? Ah ja. Und es ist ein Touch, also man kann hier entsprechend alles am Bildschirm bedienen. Kann man also Edit-Menü, History, Smartphone, Connection, Radio, dann kann man hier Charging Stations suchen. Near Current Location, mal sehen, ob da was kommt. Aha, tatsächlich, da werden Ladestationen angezeigt. So, darunter haben wir die Klimatisierung, Klimaanlage hier.
Dann die Sitzheizung ist hier mittig. Interessanterweise, da ist der Start-Stopp-Knopf. Konventionelle 12-Volt-Buchse, bisschen Ablagefläche. Also ich finde die Anmutung hier drin, das mag qualitativ gut verarbeitet sein, ist mir aber ein Tick zu einfach, sag ich mal. Also ein bisschen, da hätten sich einen Tick mehr Mühe geben können. Da fand ich den Kona besser verarbeitet und auch die Sitzposition im Kona fand ich besser. Große Anlagen in den Türen. Nützt meist nichts, wenn die Türen, wenn das so ein Hartplastik ist und die nicht vernünftig gedämmt sind, dann bringt auch die Bose-Anlage nicht viel. Ich hoffe, dass ihr hier hinten was erkennen könnt. Platzverhältnisse sind ausreichend vorhanden. Der Sitz ist nicht ganz hinten, der war jetzt ein Tick zu weit vorn für mich. Und dann haben wir hier noch den Kofferraum, der eine unheimliche Schwelle hier nach unten hat. Also hier geht es richtig runter, eine richtige Ladekante. Wenn man da eine Kiste oder sowas reinwuppt, muss man das echt hier rüber wuchten. Nissan zeigt auf der Messe auch den INV 200, den elektrischen Lieferwagen, hier mit ein paar schicken Felgen und so einer schicken Folierung. Und schon sieht das Auto richtig gut aus. Ich gehe nochmal rum, nichts Neues, aber in der Aufmachung. In der Aufmachung schick. Ja. Alles foliert. Hinten dicht. Mal die Antriebseinheit. Da ist richtig viel Platz, wenn der Verbrenner raus ist. Ja, das ist auch etwas Neues. Das ist das Formel E Auto für die nächste Saison von Nissan. Bei den Formel E Fahrzeugen ist es ja so, dass mehr und mehr freigegeben wird. Hier kann man sehen, dass das ein ganz atemberaubendes Design ist. Die sehen nicht mehr ganz so eckig aus, die Fahrzeuge, sondern unheimlich schnittig. Fast wie so ein Raumschiff, unheimlich tolles Design. Man kann förmlich spüren, wie die Luft da um das Auto herum weht oder wie der Fahrtwind um das Auto herumgeführt wird. Sehr schick gemacht. Wie gesagt, ist das Auto für die nächste Saison. Ja, auch Nissan hat für die Genfer Autoausstellung eine Studie mitgebracht. Hier ist sie. Nissan IMX Kuro heißt sie. Auch hier wieder das übliche, komplett geschlossene Front. Man braucht ja auch keine Kühleinlässe mehr für irgendwelche Wasser- oder Ölkühler. Tolle Lichtdesign-Elemente. Sehr glattes, sehr windschlüpfriges Design. Versenkbare Türengriffe, keine Außenspiegel. Natürlich alles Studie. Innen drin sehe ich Holz. Ziemlich wuchtiges Heck. Das Teil soll auch elektrisch fahren, aber ist wie gesagt nur eine Studie. Das Auto ist eine echte Europa-Premiere. Das war schon mal vorgestellt worden, aber in Europa das erste Mal zu sehen. Die Marke Polestar ist ein Ableger von Volvo, eine Edelschmiede. Polestar wird elektrische Sportwagen bauen, also schicke sportliche große Limousinen und auch Plug-in Hybrids, wobei die Plug-in Hybrids dann um die 100 Kilometer elektrische Reichweite haben werden. Also mal ganz was anderes, nicht nur so Fahrzeug, das nach 20 Kilometern gleich leer ist, sondern richtig schick ist. Achtung, hier kommen die Kollegen gerade vorbei. Ja, das ist natürlich das gesamte Fernsehen heute hier am Pressetag. An der
erkennt das an den Scheinwerfern, das ist das Tours Hammerlicht, was auch die Volvo-Limousinen haben. Wie gesagt, das wird die neue sportliche Marke von Volvo, vielleicht so etwas wie AMG für Mercedes. Hier nochmal in Weiß, ebenfalls heftig im Lager. Wie gesagt, das Fahrzeug ist ein Hybrid, aber die elektrische Reichweite wird bei 150 Kilometern im Prospekt und ca. 100 Kilometern etwas mehr in der Praxis liegen. Und dann kann man Hybrid natürlich auch verwenden, wenn ich damit 100 Kilometer elektrisch fahren kann, dann kann ich damit den Großteil meines täglichen Fahrens bewältigen. Sehr schick, wie gesagt, vieles ändert an Volvo. Ist auch kein Wunder, denn Polestar gehört zu Volvo. Ja, und hier oben auf dem Podest dreht sich der neue Volvo V60 als Kombi. Hinten T6, das ist also ein Plug-in Hybrid. Der Verteilungssystem hat wie das, was ich in dem Volvo XC60 schon gefahren habe. Beim V60 werden sie zwei Hybride rausbringen, je nach Leistung, ein T6 und ein T8. Der T8 hat diese Wahnsinnsleistung, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber glaube ich über 400 PS. Und der T6 ist dann etwas moderat. Hier bei diesem Exemplar sieht man das nochmal ganz gut. Hier vorne im Kotflügel ist wieder diese Hybrid, der Ladeanschluss Typ 2 drin. Und im Prinzip könnt ihr euch, wenn euch so ein Fahrzeug interessiert, im Grunde genommen mein Video vom Volvo XC60 angucken. Denn das Fahrzeug ist eigentlich, ich will nicht sagen, dass es identisch ist. Der XC60 ist ja ein SUV, aber man sieht das hier im Innenraum. Ich zeige euch das mal. Das ist schon die gleiche Machart, die Sensus-Menüsystem hier drin. Lenkrad, das ist alles so, wie man das aus dem Test von meinem Volvo XC60 kommt. Ja, das ist nochmal die Hybridtechnologie von Volvo. Vorne ein Verbrennermotor, das ist hier weiß lackiert. Dann haben wir die Leistungselektronik. Der Akku, der ja bei Volvo immer zwischen Fahrer und Beifahrer in der Mitte sitzt. Hochkant, ganz geschickt gemacht. Und hier hinten haben wir dann die elektrische Antriebseinheit mit Ladegerät und, Ladegerät ist vorne, da bei der Dose. Elektrische Antriebseinheit, das ist das Blaue hier, der Elektromotor, die Regelelektronik dazu hier in Orange. Und wenn wir wieder nach vorne gehen, da hier vorne ja der Anschluss ist, wird das gelbe oder orangefarbene Kästchen hier dann auch die Ladeelektronik sein. Ja, das ist ein Fahrzeug, das man sich auch merken muss. Peugeot 508, hier in der sogenannten First Edition, in so einem speziellen Blau. Peugeot tritt hier sehr selbstbewusst auf. So einen dicken Löwen, der hier so riesig auf dem Stand steht. Dieser 508, der sieht ganz geschmeidig aus. Hat so ein tolles LED-Tagfahrlicht hier unten. Eine tolle Linienführung. Und dieses Fahrzeug wird es auch als Plug-in Hybrid geben. Das ist jetzt noch keiner, gibt es auch noch nicht, aber wie gesagt, er kommt. Hat so ein schräges Heck. Also ein schräges Heck, irgendwann kann man umklappen, richtig viel Platz. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Vor allen Dingen von drinnen hat er unheimlich witzige Instrumente. Das Ganze hat so eine Klaviatur, wie so ein vom Flugzeug und aber auch wieder wie bei Hyundai so eine monströse Mittelkonsole in die Landschaft gebaut. Darunter ist nichts. Wo wir sehen, das sind hier Räder. So typisch, fliegen die Instrumente sehr hoch. So dass man praktisch über das Lenkrad rüber guckt auf den Tacho. Dann haben wir da in der Mitte diese monströse Mittelkonsole. Diese fast Flugzeugähnlichen Bedienungen sind. Aber leider auch diese wahnsinnige Getriebetolle. Schade. Aber sonst vom Display her schon sehr speziell. Wie gesagt, der Peugeot ist hier ganz heiß umlagert. Das Fahrzeug hat rahmenlose Scheiben.
Und vom Design her muss man sagen, ja, da könnte fast auch Audi dran stehen. Schick gemacht. Man merkt so an der Publikumsreaktion hier, das ist ein Auto, wo viele einsteigen, viele gucken. Und das vielen hier doch sehr positiv drauf. Wie gesagt, noch nicht, aber bald als Plug-in Hybrid zu bekommen. Bei der Marke BMW gibt es die Europapremiere des BMW i8 Roadster. Der Roadster ist nicht neu und auch der i8 an sich nicht. Man kann auch darüber streiten, ob das ein hybrid-sinniges Konzept ist oder ein Elektroauto oder wie auch immer. Das Fahrzeug wird hier in Genf zum ersten Mal in Europa ohne Dach gezeigt als Roadster. Und ja, sieht schick aus und schick gemacht. Ich finde die Form gut. Was mich dabei immer ein bisschen stört, ist diese doch sehr magere elektrische Reichweite im i8. Ich finde, wenn man so ein Konzept auflegt, dann wäre es doch an der Zeit, das Teil hier auch voll elektrisch rauszubringen. Das würde mich mehr interessieren als ohne Dach. Aber ich glaube, dass das Auto an und für sich ganz gut läuft und dass sie damit in vielen Ländern auch einen gewissen Nerv getroffen haben. Die anderen Fahrzeuge, die BMW hier ausstellt, die kennt man hinlänglich, den BMW i8. Da hinten stehen der neue BMW i3, also die zum Modell gepflegte i3 und der i3 S, den ich übrigens im April zum Testen bekomme und dann für euch nochmal fahre. Das hier ist der BMW 2er Active Tourer in der Plug-in-Hybrid-Version. Gibt es ja auch schon eine ganze Weile, findet ihr auf meinem Kanal auch als Test. Hier mit dem E-Drive Badge hinten an der C-Säule. Was ich bei dem Auto nicht verstehe, hier nebenan steht die längere Version. Und da ist für mich die Frage, warum man nur die kurze Version mit dem Hybridantrieb ausrüstet. Ich finde, diejenigen, die sich so ein Auto kaufen, die wollen Platz. Und insofern in dieser längeren Version ist doch deutlich mehr Platz. Aber es gibt ihn nicht, da kann man es sehen am Heck. Aber es gibt ihn leider nicht als Hybrid. Schade. Der hat deutlich mehr Kofferraum und deutlich mehr Beinfreiheit hinten. Hier nochmal die lange Version. Da die kurze Version. Die kurze ist ein bisschen sportlicher, aber wie gesagt, ist ja auch ein Auto, was irgendwie ein bisschen was mit Vernunft zu tun hat. Schade. Ja, die Marke Mercedes, für mich eine der Marken, die, ich denke, im Thema Elektromobilität richtig vorne sein wird, auch jetzt durch den neuen Großaktionär. Hier in Genf gibt es aber nur das, was die Kundschaft im Moment anspricht, das neue G-Modell. Natürlich, hier unten sieht man es in der AMG Performance Version mit den beiden Auspuffrohren unter der hinteren Tür. Das ist das, was hier zieht und zählt. Sicherlich ein toller Wagen, gar keine Frage, aber nun denn. Und hier drüben, die einmal hier rum, gibt es das neue AMG Coupé. Nee, da ist er nicht, hier ist er. Da gibt es das neue AMG, die neue AMG Limousine. Also den Roadster und das Coupé kennt man ja. Und jetzt hat man das mit vier Türen gebaut. Ist so ein Konkurrenzprodukt zum Porsche Panamera, hat aber diesen typischen AMG-Knatter-Sound, sag ich mal. One man, one engine. Insofern für mich die Frage, wo ist hier Elektro? Dann gucke ich da rüber. Dann sehe ich da so ein paar Motoren ausgestellt. Wie man sehen kann, haben die alle knallorangefarbene Kabel da. Das heißt also irgendwie Thema Hybrid. Gehen wir da mal rüber. Das hier ist die Variante aus der Mercedes S-Klasse, die jetzt als Plug-in Hybrid kommt. Ein Sechszylinder-Benziner mit einem Hybridantrieb. Und hier kann man das mal ganz schön sehen, wie das gemacht ist. Der Hybridantrieb sitzt also zwischen dem Benzinmotor da vorne und dem DSG-Getriebe hier hinten. Dazwischen sitzt die elektrische Antriebskomponente. Das heißt also, dass beides, sowohl der Verbrenner wie auch die Elektroantriebskomponente auf den gleichen Antriebsstrang gehen, der dann hier hinten rauskommt
als Kardanwelle dann auf die Hinterräder oder auf den Allradantrieb geht. Das ist ein paralleler Hybrid, das heißt beide Antriebsarten gehen auf den gleichen Antriebsstrang. Das ist anders als zum Beispiel bei BMW, wo man ja einen Elektromotor hinten einbaut und einen Benzinmotor vorne oder andersrum wie bei i8. Das ist dann eine andere Form von Hybrid. Hier gut zu sehen bei Mercedes, beide Antriebseinheiten gehen auf denselben Antriebsstrang. Das gleiche System steht hier nebenan nochmal als Vierzylinder, hat dann 211 PS, kleiner Vierzylinder, Benziner vorne, dann dieses DSG-Getriebe und die elektrische Antriebseinheit dazwischen, die alles realisieren kann. Das heißt, sie kann rekuperieren, also Strom zurückgewinnen, und die kann auch segeln, das heißt antriebslos dahin gleiten. Ja, und hier bei Mercedes ist nun was, das ist nun in der heutigen Zeit richtig kontrovers, Dieselhybrid. Also ein Dieselfahrzeug mit Hybridantrieb, sowohl als C-Klasse wie auch als E300DE, also als E-Klasse, da unten mit dem Stecker dran. Das wird ja auch für Gesprächsstoff an der Ladesäule sorgen, wenn diese Fahrzeuge da erstmal auftauchen. Und dann natürlich Premium-Abteilung, S-Klasse, S560 Hybrid. Damit an die Ladesäule für 2 Stunden. Da hast du Freunde. Ja, hier nochmal von vorne. Mercedes C300DE. Und der gleiche Antrieb scheint hier in der E-Klasse drin zu sein, E300 Diesel Hybrid. Und es ist so, dass Mercedes bei den Hybridfahrzeugen was machen musste, weil einige Modelle tatsächlich nur 30 Kilometer NEFZ-Reichweite hatten und damit ab 2018 nicht mehr mit einem E-Kennzeichen zugelassen werden durften. Die Grenze ist ja auf 40 Kilometer erhöht worden. Aber ehrlich gesagt, Diesel Hybrid, wir gehen mal hier ran an das Schild und stellt es mal scharf. So, 300DE, ein Fahrzeug mit einem mit einem Dieselmotor, 1,7 Liter sind hier die Werksangabe, 43 Gramm CO2 pro 100 Kilometer. Damit kann man seinen Flottenverbrauch natürlich auch kräftig in die Knie zwingen und ich glaube, dafür ist das dann auch gemeint. In der heutigen Zeit Dieselhybrid rauszubringen, weiß ich nicht, ob das die richtige Strategie ist. Insgesamt ist Mercedes für mich, wie gesagt, eine Marke, von der ich in Sachen Elektro sehr viel erwarte. Ich glaube, da werden echt gute Sachen kommen, aber das scheint noch ein bisschen zu dauern. Hier nochmal S-Klasse Hybrid, schon eine Ansage mit E-Kennzeichen. Ja, bei Honda gibt es zum Thema Elektro die Studien, die man im Grunde genommen schon kennt. Der Sports Concept heißt er, glaube ich. EV Sports Concept, also ein kleines. So. So, bei Honda gibt es zum Thema Elektromobilität im Moment nur die Konzeptfahrzeuge zu bestaunen, die es auf anderen Messen auch schon gezeigt wurden. Das ist der Sports Concept, also dieses flache, eher sportliche Elektroauto. Hier sind die Scheiben ganz dunkel, man kann kaum reingucken. Schickes Design, so ganz schicker kleiner Flitzer. Und daneben steht der kleine Urban EV Concept, also das Stadtauto mit dem wahnsinnigen Display hier. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Hinten, das geht so richtig einmal rum. Ja, es geht so richtig einmal über die gesamte Breite. Und auch in den Türtafeln sind Displays drin. Ob das so in Serie nachher möglich ist, das wird sich ja noch zeigen, aber es ist zumindest mal ein schicker Ansatz. Das Fahrzeug teilt dann von draußen sich auch den anderen Verkehrsteilnehmern mit.
Aber wie gesagt, ist nur ein Konzept, so nicht zu kaufen. Eine positive Überraschung für mich auf der Messe ist die Marke Smart. Das hier ist ein Konzeptfahrzeug Vision EQ. Smart wird ja in absehbarer Zeit keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor für Deutschland, für Europa und Nordamerika mehr ausliefern. Und insofern, das ist so eine Studie, voll elektrisch, aber Smart hat ja heute auch schon Elektro. Und was ich ganz positiv finde, hier auf dem Messestand, da hinten die beiden, das Fahrzeug da oben drauf. Aber auch, wenn man mal weiter rumgeht, der Smart 4-4, der hier hinten steht. Und auch das Cabrio hier, alles schon Elektro. Einzig und allein der hellblaue hier hinten in der Ecke, das ist noch ein Verbrenner. Der hier. Das heißt, von denen, ich habe es nicht gezählt, wie viele Fahrzeuge, die hier stehen, ist ein einziges Fahrzeug noch mit Verbrennungsmotor ausgestattet. Alle anderen Fahrzeuge sind komplett elektrisch. Und das finde ich, gibt der Marke Smart doch ein richtig cooles Image. Ja, Kia stellt hier auf der Messe den neuen Ceed vor. Ein Fahrzeug, das natürlich ein Volumenfahrzeug ist und insofern entsprechend präsentiert wird. Hier etwas abseits in der Ecke stehen die Elektrofahrzeuge. Ich sag mal, da braucht man sich eigentlich gar nicht so schämen, dass man das so in die Ecke stellt. Kia Soul EV, Kia Optima als Plug-in Hybrid und der Kia Niro ebenfalls als Plug-in Hybrid stehen hier. Und dann noch ein Fahrgestell, wo man sehen kann, wie die Hybridtechnik von Kia funktioniert. Hier vorne der Verbrenner, wie üblich, und der Elektromotor, beide zusammen nebeneinander, treiben die Vorderräder an und dann sieht man hier die elektrische Komponente mit dem Fahrakku, ja. Dann der Benzintank und hinten der Auspuff. Ja, schade, kein komplett elektrisches, batterieelektrisches Fahrzeug hier bei Kia, außer dem Soul EV, den wir ja schon kennen. Ja, Range Rover, die Marke, wenn man es geschafft hat, eine Marke, mit der man eine Etage höher sitzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer da schon mal mitgefahren ist, Range Rover spricht bei seiner Sitzposition von der sogenannten Theater Position, also einer Theaterposition, in der man wie im Theater sitzt und die Welt da draußen sich spielen lässt. Das Interessante ist, dass diese Fahrzeuge auch hybridisiert werden. Das heißt, sowohl der große Range Rover wie auch der Range Rover Sport. Hier im Bild, das ist der Range Rover Sport. Und dann eben der große Range Rover, dieses Riesenschiff. Die kriegen alle einen Hybridantrieb und dann logischerweise auch ein E-Kennzeichen dran gepappt. Und dann treffen sich an der Ladesäule zusammen mit dem Bentley Bentayga-Fahrer und der Mercedes S560 Hybrid-Schleuder. Also mal ganz im Ernst, da muss man sich dann echt die Frage stellen, ob das Thema Hybrid und E-Kennzeichen noch zeitgemäß ist, beziehungsweise ob 40 Kilometer Reichweite die richtige Differenzierung sind zwischen einem Fahrzeug, das innerstädtisch an die Ladesäule muss, und einem, sagen wir, batterieelektrischen Fahrzeug, was ja die Ladesäule zwingend haben muss, um weiterzukommen. Das lasse ich mal offen. Ja, und da ist er dann, heftig umlagert in einem, ich sag mal, Tomatenrot. Mal sehen, wie man da drin sitzen kann. Der Jaguar I-Pace. Das Fahrzeug ist, finde ich, ein sehr mutiger Schritt von einer Marke wie Jaguar, sich in das Thema Elektromobilität zu begeben und da dann auch gleich richtig einzuschenken. Wobei, das ist wieder typisch ein einphasiger Ladestecker, wenn auch mit CCS. Aber das Fahrzeug hat ja eine Batteriekapazität jenseits der 60 Kilowattstunden. Sowas kriegst du einphasig über Nacht in der heimischen Garage nicht mehr aufgeladen. Das heißt, da müsste man dann im Prinzip vorher nochmal an eine CCS-Säule sich den Akku voll machen und dann zu Hause den Rest aufladen. Das halte ich für nicht praxisgerecht. Also warum man da bei diesen Akkugrößen dann nicht zwei- oder dreiphasig Laden mit mindestens 11 kW anbietet, das erschließt sich mir nicht. Ja, versenkbare Türgriffe sind nicht aus Metall, sondern ein bisschen
sehr plastikmäßig, finde ich. Aber so, von drinnen ist das alles ganz ordentlich gemacht. Die Bedienelemente erinnern so ein bisschen an einen Range Rover, finde ich. Den Range Rover Velar mit diesen beiden Displays hier oben und unten. Auch hier finde ich es wieder etwas unnötig, so viel Bedienelemente und Möblierung einzubauen in ein Auto, das im Prinzip im Unterboden ganz flach ist. Hier hat man wieder so eine dicke Mittelkonsole eingesetzt, mit der man Fahrer und Beifahrer so richtig in zwei Nischen verbannt. Dazu dieses monströse Armaturenbrett hier drüber. Also das finde ich fast zu viel dafür, dass eigentlich noch nicht viel Platz im Auto ist. Ja, das ist der Raum hinten. Soweit alles in Ordnung. Can you open? Is it possible to open? Ah. Okay. Ja, das ist der Kofferraum. Da ist ein bisschen dunkel, aber der ist, finde ich, hat eine gute Größe und ist auch gut brauchbar. Da kann ich gut was rein. Ja, hier das Interieur vom Jaguar. Voll, komm her. So, voll elektronische Instrumente, die anscheinend verschiedene Sachen anzeigen können. Da scheint so ein Demo-Modus zu sein hier. Schick gemacht. Ja, hier wird es interessant. Hier gibt es eine kleine Sonderfläche zum Thema Elektromobilität mit vielen Exponaten. Hier steht zum Beispiel das Vorserienmodell vom Microlino. Und ich habe ja schon mal in Hamburg in dem Teil drin gesessen. Der sieht hier als Vorserienmodell doch ganz anders aus. Der ist schmaler, würde ich mal sagen, Tick höher, bisschen knuffiger. Von hinten so, ja, ist halt ein Beförderungsmittel. Das ist ja offiziell ein Auto der Leichtkraft L7 oder wie diese Klasse heißt. Also genau das gleiche wie ein Twizy. Kann man den nur nirgendwo von hinten sehen. Kann man eben gucken. Da steht noch ein blauer. Ja. Also der sieht von hinten schon ein bisschen so nach, ja, will nicht sagen Krankenfahrstuhl, aber ja. Hier von Tazari, da ist die elektrische Antriebseinheit ist ja in Zusammenarbeit mit Tazari gelöst. Wie gesagt, von drinnen haben sie ihn jetzt richtig toll gemacht. Das Auto ist von drinnen. Das YouTube-Film geht für Hörer. Wir machen keine Geburtstage. Ja, ist so gut aussteigen aus. Tutorial. Ja, hier kann man es nochmal sehen. Das Modell ist jetzt ein Vorserienmodell. Es hat etwas andere Proportionen bekommen, finde ich. Etwas schmäler sieht es aus, etwas höher wirkt es. Aber sieht ja ganz knuffig aus. Mit dem Dach, das mit geöffneter Tür. So nochmal von hinten. Ja, die meisten Fahrzeuge hier auf der Messe kennt man aus dem Straßenverkehr, Hyundai Ioniq oder so, alles bekannt. Das hier ist eine Konzeptstudie eines autonom fahrenden Taxis, 6 Sitze, die sitzen sich gegenüber. Obendrauf ist eine ganze Armada von LiDAR und anderen Dingen installiert, die für das autonome Fahren dann verantwortlich sind. Und das Ding sieht von hinten aus wie von vorn irgendwie. Oh, ein Riesenauto. Ein Riesenteil, ehrlich gesagt. Überall Abstandssensoren, LiDAR in den Ecken. Oh gut. Ja, kleiner Buggy, Tesla Model X, kennt man alles. Mit der Ladestation von Wallby. Von Ego, Renault, Zoe. Also, das ist nichts Neues hier. Ja,
Ja, und das heiße Teil in diesem Fliederblau sozusagen, das ist die neue Renault Zoe oder sagen wir mal das modellgepflegte Modell. Der Unterschied zur alten Renault Zoe ist, dass dieses Modell 110 PS hat, also 17 mehr als vorher. Und dass es jetzt neu diese blaue Farbe gibt. Ansonsten hat sich hier nicht viel verändert. Etwas, was man nicht sehen kann, was aber sich auch verändert haben soll, ist das R-Link, also das Navigations- oder das Menüsystem in der Mitte. Das kann jetzt auch Android Auto. Kann ich euch jetzt hier aber leider nicht demonstrieren. Aber wie gesagt, mehr Leistung, neue Farbe. Und neues R-Link mit Android Auto. Ja, das ist natürlich mein persönliches Highlight sozusagen. Tesla Model 3. Und zum Anfassen, zum Ausprobieren, zum Haube aufmachen in der Farbe Schwarz mit dem Premium drin und den wertigeren Alufelgen. Da, wo Tesla draufsteht, ist auch Tesla drin. In diesem Fall Tesla Markus, da sitzt er, macht gerade einen Livestream. War ja irgendwie auch klar, ihn hier zu treffen, wo ein Tesla 3 ist. Das Teil ist, wenn wir hier so filmen, natürlich voll umlagert. Eben war gar nichts los. Und ja, ich werde mich noch ein bisschen gedulden müssen. ChargePort, amerikanisches Modell. Einphasiger Ladeanschluss hier drunter, leider. Leider noch keine Aussage, was wir in Europa für einen Ladeanschluss kriegen werden. Camera. Tja. In here. Der Kofferraum. Den finde ich erstaunlich groß. Ehrlich gesagt. Und man kann die Rückbank umklappen. Das heißt, man kann durchladen. Das ist hier auch schon probiert worden. Hier wird den Jungs das gerade gezeigt. Da steigt Tesla Markus aus. Ich habe gerade gesagt, da wo Tesla draufsteht, ist auch Tesla drin, ne? Ja, genau. Du da drin sitzt. Nein. Ja, wir haben es gerade per Gestensteuerung, oder? Keine Ahnung, wie das Handschuh verkauft. Wahrscheinlich. Oberster Menüpunkt dann rechts unten. Gibt es kein Handschuhfach? Oberster Menüpunkt dann rechts unten. Okay. Quick Controls. Mal gucken. So, Quick Controls. Und dann? Hier ist nichts. Da ist nichts. Nein. Light. Handschuhfach ist nichts. Quick Controls, Light, Locks. Also ich krieg's nicht auf. Display, Driving, Autopilot. Ganz unten im Einstellungsmenü, sagt er. Ganz unten im Einstellungsmenü. Ja, das sind ja, warte mal. Das sind ja, also. Home. Also, das ist doch, wo ist Einstellung auf den Tesla, ne? Ja, dann siehst du das. Das macht nicht auf, Leute. Das ist eine Tragödie. Hochpeinlich. Und auch eine Blamage. Ja. Ist das? Auch da machst du das Ding zu, das ist klar. Das ist der Homelink. Ganz unten nicht bei den Einstellungen. Also ganz unten nicht bei den Einstellungen, sagt er. Ganz unten nicht bei den Einstellungen. Ja, wo denn? Was denn? Vielleicht? Ja, das ist dein iPhone. Das ist die Musik. Da muss es doch sein, auf dem Tesla. So, Service kann es nicht sein. Abschleppen. Also Leute, ihr habt uns hier vor eine unlösbare Aufgabe gestellt. Frage ist, hat er überhaupt ein Handschuhfach? Fernbedienung, Markus. Ja, wenn ich die Fernbedienung hätte, wäre ich schon längst weggefahren mit dem Teil, Leute. So. Ja, hier das Menü vom Tesla Model 3. Quick Controls, Parking, Locks, Display. Das Einzige, was wir hier... Excuse me. Are you with the press? Ja, yep. I'm listening. Das Einzige, was wir hier nicht aufgekriegt haben, ist interessanterweise das Handschuhfach. Ja, hier nochmal die Heckansicht vom Model 3. Also Kofferraum ist doch sehr gut brauchbar. Auch vorne, da habe ich vorhin mal meinen Rucksack reingelegt. Hier ist im Moment leider gerade Betrieb. Obwohl wir eben hier in dem Fahrzeug alleine waren, ist jetzt hier plötzlich
irgendwo ein Bus angekommen und alle wollen ins Tesla Model 3. Das ist übrigens der Ausstellungsstand einer indischen Firma namens Caresoft. Ich weiß gar nicht, was sie machen. Aber die haben sich hier ein Tesla Model 3 aus den USA hingestellt, importiert. Seriennummer ist 844 in der Farbe Schwarz, Premium Package und andere Felgen. Jo. Ich habe wenigstens mal drin gesessen und ehrlich gesagt, die Sitzposition finde ich gut. Ich finde den Wagen gut. Also ich freue mich drauf. Ist ja erst 2019 der Fall, aber den nehme ich. Das war's aus Genf von der Internationalen Automobilausstellung in Genf 2018. Ich mache mich jetzt auf den Rückweg nach Hamburg. Hier hinter mir steht die eigentliche Überraschung Tesla Model 3. Ich habe schon mal drin gesessen, da habe ich noch ein bisschen gedulden müssen. 2019 soll es ja endlich soweit sein. Ja, wenn ihr Fragen zu den Autos habt, zum Video unter dem Video posten bitte. Ich freue mich über ein Abo und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns mit dem nächsten Elektroauto-Video.